Danke, Herr Obmann. Ich bin relativ wenig gefragt worden, aber würde versuchen, die Diskussion aufzugreifen über den wertvollen Beitrag von Ihnen, Frau Magistra Fiedler, Frau Abgeordnete Fiedler, die Frage der Wiedergewinnung des Vertrauens des Parlaments. Da meine ich, gerade so ein Bundesverfassungsgesetz wäre die Möglichkeit, dieses Vertrauen wiederzugewinnen. Und auch die Frage, Sie haben gesagt, die generelle Impfpflicht finden Sie problematisch. Ich habe Ihnen einen Vorschlag gemacht, wie diese generelle Impfpflicht spezifiziert werden kann und wie zum Beispiel gerade für den Fall der Verhängung einer berufsspezifischen Impfpflicht im Zusammenhang von Masern, das ablaufen würde. Das heißt, wenn man davon ausgeht, der Gesundheitsminister würde seine Kompetenz nutzen und sich von der Weltgesundheitsorganisation emanzipieren, dann würde es bedeuten, er stellt fest, dass in Österreich eine Notlage im Hinblick auf die Epidemie oder die Krankheit, die Masernkrankheit gegeben ist. Er kann sich auf eine einhellige wissenschaftliche Meinung stützen, international und österreichweit, und auf der Basis dieser einheitlichen wissenschaftlichen Festlegung, die ihm sagt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als durch eine Verhängung einer berufsspezifischen Impfpflicht diese Krankheit einzudämmen, kann er das verfassungskonform machen. Sie wissen auch über die verschiedenen Maßnahmen, die zur Umsetzung des Diskriminierungsverbotes in Bezug auf die Geimpften, in Bezug auf behinderte und nicht behinderte Menschen passiert ist, dass es diese die Durchsetzungsmöglichkeiten, wenn einmal die verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen ist, gibt, nicht? Die entsprechenden Fördermaßnahmen für behinderte Menschen, die sind entsprechend entwickelt worden, und auch das ließe sich im Hinblick auf den Impfstatus entsprechend durchführen. Das Argument der Gesundheit, des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems eine Rolle spielen soll und eine entsprechende Schutzpflicht daraus abgeleitet werden soll, ja, da sage ich, wenn das Gesundheitswesen nicht funktioniert, dann muss man doch zuerst einmal bei der Ausstattung des Gesundheitswesens beginnen und nicht bei der Impfpflicht, nicht? Dann ist die erste Frage, habe ich genug Ärzte, habe ich genug Pflegerinnen, habe ich genug Intensivmedizin, und wenn ich das habe, dann ist dann eine ganz entlegene weitere Frage, ob ich dann unter diesen Umständen überhaupt eine Impfpflicht dann noch brauche. Also Impfpflicht, würde ich meinen, ist an und für sich ein autoritäres Instrument, nicht? Das muss man sich bewusst sein, weil es ist die ärgste Art und Weise, wie man in die körperliche Integrität und Selbstbestimmtheit eines Menschen eingreift. Und dementsprechend hoch muss man auch die Voraussetzungen setzen. Ich würde es nicht als dramatisch ansehen, wenn man sagt, man als Staat macht man überhaupt keine Möglichkeit, schafft man überhaupt keine Möglichkeit für eine Impfpflicht oder nur eine Möglichkeit durch ein derogierendes späteres Bundesverfassungsgesetz, weil das ist immer auch gegeben, wenn man sich den beiden ersten Volksbegehren anschließt. Aber wenn man schon sagt, man braucht dieses autoritäre Instrument, weil man die Leute anders nicht überzeugen kann und das in einer von den Medien bestimmten, vom Marketing, von Werbung bestimmten Form der Demokratie, dann muss man eben die Voraussetzungen so hoch ansetzen, dass tatsächlich der Gesundheitsminister in der Lage ist, den entsprechenden Nachweis führen zu können. Dass weitere Kriterien, wie ich sie vorgeschlagen habe, für eine zukünftige verfassungsrechtliche Regelung als diejenigen, die der Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zur Verfügung hatten, notwendig sind, das ist ja aus der Spaltung der Gesellschaft ableitbar, die in Gefolge der Durchsetzung des Impfpflichtgesetzes zu seiner Beschlussfassung erfolgt ist. Da würde ich meinen, braucht es zusätzliche Kriterien, und das
enthält der Vorschlag, den ich Ihnen unterbreitet habe. Ich glaube, ich habe dann noch eine Forderung bekommen im Hinblick auf eine Frage von Frau Doktorin Fürst, Abgeordnete Fürst, hinsichtlich der Ausschreibung der WU Wien, die einen Nachweis der Covid-19-Impfung verlangt. Das ist in der Tat das grundlegende Problem der Drittwirkung von Grundrechten in Bezug auf Private, was ein besonderes Spezifikum bedeutet im Hinblick auf ausgelagerte Private, wenn man die Universitäten in diesen Bereich stellt. Und hier würde ich schon meinen, dass der Gesundheitsminister es in der Hand hätte, gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister unter Beachtung der wechselseitigen Zuständigkeiten das abzustellen, im Wege einer Verordnung, die an die Universitäten ergeht. Es wäre auch möglich, im Wege der entsprechenden Vereinbarungen, die mit den Universitäten getroffen werden in den Zeiträumen und für diese Zeiträume die entsprechende Aussetzung derartiger Anstellungserfordernisse zu verlangen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erfasst, die mich angesprochen haben. Bei Herrn Dr. Sachsinger würde ich einfach nur meinen, bitte, also so verstehe ich Verhältnismäßigkeit, wie ich das ausgeführt habe und wie ich das in dem Vorschlag zu Paragraph 1 in der zweiten Alternative des Bundesverfassungsgesetzes formuliert habe. Danke, Herr Hauptmann.